Ich bin mir nicht ganz sicher, nach dem, was heute Morgen Tadzio und Daniela erzählt haben, ob ich jetzt eigentlich den Wohlfühldiskurs mache oder so die kleinen anarchistischen Nischen vorstelle und sage, jeder soll alles immer selber machen. Auf jeden Fall freue ich mich auf die nachfolgende Diskussion mit den beiden und den Rednerinnen, die nach mir noch kommen. Ich wurde gebeten, zu skizzieren, was eine konviviale Gesellschaft bedeuten könnte, und das war für mich auch nochmal eine Herausforderung, weil ich viel, das hat Brigitte gerade schon gesagt, über konviviale Technik nachdenke und mir die Frage gestellt habe, was bedeutet das eigentlich auf einer gesellschaftlichen Ebene? Ich nenne es mal Nachdenken über eine konviviale Gesellschaft. Und Ausgangspunkt für das Nachdenken über Konvivialität ist nicht die Knappheit, sondern die Fülle. Was bedeutet das? Es bedeutet eine Antwort auf die Knappheitsszenarien, die viele Postwachstumsdenker, hauptsächlich Männer und Denkerinnen, auch an die Wand malen. Seit 40 Jahren, jetzt müsste hier was erscheinen, wenn ich drücke. Super, vielen Dank. Oh Gott, das ist mein Telefon. Ja, das ist vorne drin, ich weiß nicht, was. Vielleicht könnt ihr das mal handeln? Ich habe es für die Mittagspause für das gute Leben eingeschaltet, damit Freund und Kind mich erreichen können. Das tut mir sehr leid. Ja, seit 40 Jahren, und ihr seht auf den Folien einfach kurze Literaturhinweise von mir, von den Grenzen des Wachstums angefangen, seht ihr dort, über Erf Schumacher, Rudolf Barrow auf der rechten Seite, ein fast vergessener Vordenker der Wachstumskritik in Deutschland, bis hin zu Serge Latouche oder Nico Pech, den vielleicht manche von euch kennen, lautet die erschreckende Botschaft: Genug jetzt. Nehmt euch zurück, macht ein Downgrade, seht endlich ein, dass der imperiale Lebensstil der globalen Mittelklassen die Welt zerstört. Ich war kürzlich bei einer Veranstaltung in Hannover, und davon möchte ich euch gerne erzählen, mit einer Schulklasse. Es waren 9 Klässler von einer örtlichen Oberschule. Die Schülerinnen und Schüler waren bunt gemischt, wie das in deutschen und sicherlich auch in österreichischen Großstädten ebenso üblich ist. Die Eltern und Großeltern aus Niedersachsen und aus Palästina, aus Syrien und Griechenland, Ghana und Bayern und der Türkei und dem Ruhrpott, aus winzigen Selbstversorgerdörfern und Millionenmetropolen. Und vorne am Pult 2 weiße deutsche Männer mit Doktortitel aus niedersächsischen Mittelstädten. Und sie redeten nacheinander, einer apokalyptischer als der andere. Beschworen das Ende des deutschen Lebensstils, verteufelten Flugreisen, und ich konnte so die Frage hören, und wann besuche ich dann eigentlich wie meine Oma? Zeigten eine Grafik nach der anderen, die die gruselige Temperaturkurve des Klimaanstiegs des kommenden 21. Jahrhunderts sehr deutlich machte. Es wurde erläutert, dass wir von 12 Tonnen CO2 auf 2,7 Tonnen CO2 reduzieren müssen, damit alle Menschen auf der Welt den gleichen ökologischen Fußabdruck aufweisen würden. Ein schwarzhaariger Junge hat sich gemeldet und gesagt, müssen wir denn dann hier auch hungern? Es war so ein bisschen provokant, aber durchaus auch irgendwie mit ernster Sorge. Nein, nein, hat der deutsche Professor gesagt, mit 2,7 Tonnen kann man schon ganz gut auskommen. Man muss eben nur die globale Wirtschaft schrumpfen, ein bisschen mehr Regionalwirtschaft und Eigenwirtschaft betreiben und außerdem durch ein suffizienteres Leben eben den Energieverbrauch auch drosseln. Neben mir im Zuschauerraum saß der blonde Klassenstreber und grübelte, und sah man ganz gut in seinem weichen jungen Gesicht. Er hat gesagt, aber für den Bau von Solarpanels, hat er mir zugezischelt, verbrauchen wir doch auch CO2. Und dann haben wir kurz überlegt, so im Tuschelmodus, dass man ja eigentlich nur dann nichts emittiert, wenn man tot ist. Und in mir keimte so der Rest einer Ahnung auf, wie es sich eigentlich anfühlte, 15 zu sein, ist bei mir schon ein bisschen her. Das war damals in den 90ern, und wir Jugendlichen hatten es uns in so einem zynischen Nihilismus eigentlich ganz gemütlich gemacht. Wir haben gesagt, wir feiern jetzt einfach noch so lange eine ordentliche Party, bis es dann irgendwann mit einem Rums apokalyptisch zu Ende geht. Und genau diesen Impuls hatte ich jetzt wieder, als ich diesen Vorträgen zugehört habe. Ich dachte, ach, ich will doch eigentlich jung sein, mein Leben genießen, aufspringen und rauchen und saufen und Auto fahren, solange ich will, und auch mit dem Flugzeug mal um den ganzen Globus fliegen. Ich will ja auch noch was davon haben, dass die Alten die Situation jetzt eh schon an die Wand gefahren haben. Ich weiß nicht genau, ob die Jugendlichen neben mir das so ähnlich gefühlt haben, aber es würde mich auf jeden Fall nicht überraschen, wenn es so wäre. Was bedeutet ein Verzichtsappell vor allem für junge Leute? Widerstand, würde ich sagen, bedeutet der erstmal, und das zu Recht.
Aber warum kommen trotzdem tausende junge Menschen, und es beeindruckt mich immer wieder, zu einer Degrowth-Konferenz, wir haben das vorher schon gehört, oder zu einem Klimacamp wie dieses Jahr bei Ende Gelände im Rheinland? Warum ernähren sich diese Leute vegan, organisieren alternative Uniseminare, sie stricken und häkeln und kochen Marmelade ein, sie fliegen gar nie und sie haben nicht mal einen Führerschein? Warum machen sie das? Weil sie keine Lust auf Verzicht haben. Sie wollen nicht verzichten auf ein Leben, das sie selbstbestimmt führen können. Sie wollen eben nicht darauf verzichten, mit ihren Freundinnen gemeinsam zu arbeiten, statt gegeneinander um einen Arbeitsplatz zu konkurrieren. Sie wollen nicht ihre Jugend in einem Klassenzimmer oder Hörsaal verschwenden, sondern sie wollen im Garten wühlen und sie wollen sich an den Erdbeerblüten freuen. Sie wollen fremde Länder besuchen und den Kitzel des Abenteuers erleben und sie nehmen sich einfach die Zeit, die es braucht, um per Autostopp in die Türkei zu reisen und wenn es halt ein Semester kostet. Sie sind mutig und sie sagen, ich lasse mich jetzt nicht anstellen irgendwo in einer Firma, ich mache meine Dinge selber, ich gründe ein Startup für Bambusfahrräder oder ich bin jetzt Coach für soziale Prozesse, ich gründe ein Permakulturprojekt oder ich blogge über meine Erfahrung mit Rote-Bete-Anbau und verdiene damit irgendwie meine kleine WG-Miete. Und ich bin total beeindruckt von diesen klaren jungen Menschen und ich glaube, wir können alle was von ihnen lernen. Auch wenn sich vielleicht einige von ihnen in 10 Jahren, wie das dann oft doch so ist, in gewöhnlichen Angestelltenverhältnissen wiederfinden werden, weil eben Macht und der Zugriff der sie umgebenden Gesellschaft einen zu großen Sog entwickelt haben. Man sieht hier ein, wie ich finde, konviviales Bild vom Klimacamp. Da stand das Trampolin ganz zentral in der Mitte und Erwachsene und Kinder hatten ziemlich viel Spaß. Und ich glaube, dieses Moment des Miteinander Spaßhabens war genauso wichtig wie der Tag, an dem alle zusammen in die Grube gegangen sind, um gegen die großen Bagger zu demonstrieren. Ich glaube, von diesem Impuls, die Dinge anders zu machen, können wir lernen, was es bedeutet, kooperativ zu denken und zu handeln und zu wirtschaften. Wir können ausgehend davon überlegen, was den Homo cooperans bestimmt, also den verantwortlichen, in Beziehung lebenden Menschen. Daniela hat darauf schon hingewiesen. Und dieser in Beziehung lebende Mensch, der ist eben die Kernmetapher einer konvivialen Gesellschaft und der befindet sich in hartem Gegensatz zum Homo economicus, den wahrscheinlich die meisten von Ihnen kennen. Das ist die absolut traurige Gestalt eines völlig rational handelnden, vereinzelten und komplett verantwortungslosen Individuums. Eine konviviale Gesellschaft ist eine positive Vision, eine konkrete Utopie im Sinne von Ernst Bloch, also nicht niemals Land, was Utopie übersetzt ja heißt, sondern durchaus ein anzustrebender und irgendwie auch denkbarer zukünftiger Zustand. Was heißt jetzt aber eigentlich Konvivialität? Zu diesem Begriff hat der Denker Ivan Illich gearbeitet, der in den 1970er Jahren relativ bekannt war, ein ehemals katholischer Priester und radikaler Zivilisationskritiker. Und Ivan Illich hat gesagt, Konvivialität, ich habe das Zitat auf Englisch mitgebracht, er hat gesagt, Konvivialität bedeutet individual freedom realized in personal interdependence. Man kann das schlecht ins Deutsche übersetzen. Individuelle Freiheit, die durch persönliche, wechselseitige Abhängigkeiten oder Beziehungen vielleicht verwirklicht wird. Es ist auch merkwürdig, finde ich eigentlich, dass es im Deutschen kein positives Wort für Abhängigkeiten gibt. Ne? Also Interdependence heißt schon Abhängigkeit, aber einen positiven Bezug zueinander. Wenn jemand von euch eins weiß, dann nehme ich es gerne später entgegen. Das ist im Übrigen eine ganz ähnliche Formulierung, wie sie Daniela vorhin auch angesprochen hat, von der feministischen Theoretikerin Joan Tronto, die ja sagt, Freiheit bedeutet being free to care, also frei zu sein, sich um jemanden oder um etwas oder auch um sich selbst zu kümmern und nicht Freiheit von Verantwortung. Mögliche Übersetzungen für das Wort konvivial sind lebensfreundlich oder lebensdienlich oder dem Leben verbunden. Und diese Idee einer verbundenen Gesellschaft, einer Gesellschaftlichkeit der Beziehungsnetze, ist gerade am Reifwerden, scheint es mir. Jedenfalls scheint diese Idee an vielen verschiedenen Stellen in Theorie und Praxis gleichzeitig auf. Es gibt zum Beispiel, das 2015 im Umfeld der lesenswerten Zeitschrift Oja erschienene Manifest Lebendigkeit sei. Es gibt 2013 zunächst auf Französisch herausgegeben das konvivialistische Manifest. Und das trägt im Französischen den
Untertitel, der viel besser ist als der deutsche, Declaration d'interdépendance, also Declaration of Interdependence, was sehr schön ist und sich natürlich auf die Unabhängigkeitserklärung bezieht. Und bei all diesen Erklärungen geht es um die Verbundenheit mit allem Lebendigen, also zwischen Menschen aber auch und nichtmenschlichen Lebewesen. Und auch wenn nur manche dieser Schriften darauf explizit Bezug nehmen, so sind sie mit der Idee der Verbundenheit doch alle zumindest implizit auch inspiriert, würde ich jedenfalls sagen, von Gedanken aus der tiefen Ökologie, mit denen ich sicherlich überhaupt nicht in allem übereinstimme, die aber einen sehr guten Gedanken haben, der sagt, es geht eben nicht nur darum, rational zu verstehen, dass die Welt bedroht ist, sondern es geht darum, sich selber die Gefühle zu erlauben, in die Welt eingebunden zu sein. Wir können diese ganzen Probleme nicht im Kopf lösen, sagen die. Ja? Es geht darum, zuzulassen, die eigene Trauer zuzulassen, also die eigene Trauer und den eigenen Schmerz, um den Zustand der Welt zuzulassen. Es geht um das Entpanzern des eigenen Erlebens. Und das ist Grundvoraussetzung, um entschieden voranzugehen zu einer Veränderung der Verhältnisse, ausgehend vom Kleinen zum Großen. Und im Unterschied zu anderen Konzepten und Manifesten ist die Konvivialität eben keine Blaupause für eine andere Gesellschaft, die sagt, wir müssen jetzt hier erstens Ökonomie, zweitens Recht, drittens Politik in genau diese oder jene Form bringen, sondern die Konvivialität sagt, wir brauchen zunächst eine andere Orientierung und zwar an den Zwecken und nicht an den Mitteln. Also wir sollten uns trauen, an die Kooperationsfähigkeit des Menschen selbst zu glauben. Konviviale Konzepte sind kommunikativ und prozessual angelegt und sie entwerfen ihre Vorschläge eher vorsichtig und tastend im Kontakt mit der wirklichen Welt und sie sind notwendigerweise auch immer unfertig, weil eben ein Ort nicht ist wie der andere und es braucht auch überall verschiedene Lösungen. Und das Anerkennen von Grenzen, von ökologischen Begrenztheiten des Lebens auf diesem Planeten ergibt sich in diesem Ansatz so eher en passant. Es ist eben nicht Ziel, eine Reduktionsgesellschaft zu entwerfen und zu sagen, jetzt wollen wir mal alle den Gürtel enger schnallen, sondern es ist eher eine Möglichkeitsgesellschaft. Eine Möglichkeitsgesellschaft, die am für das Leben Notwendigen orientiert ist. Und in diesem Sinne ist eine konviviale Gesellschaft eben der Subsistenz näher als der Suffizienz und dem Schaffen näher als dem Verwalten und dem Lieben näher als dem Kämpfen, ohne jeweils die anderen Paare natürlich komplett hinter sich lassen zu können. Eine konviviale Gesellschaft hat viele Berührungspunkte zu Postwachstumsgesellschaften oder auch zur feministischen Ökonomie. Sie ist auf ihre Art eine positive Version davon, ist untrennbar auch mit diesen Kritikpunkten verbunden und eine konviviale Gesellschaft ist wahrscheinlich auch eine Commons-Gesellschaft. Ein weiteres Wort, was ich selber später noch mehr dazu sage, einzuwerfen. In meiner Doktorarbeit, das hat Brigitte vorher schon gesagt, beschäftige ich mich mit konvivialer Technik, also der Frage, welche technischen Geräte und Infrastrukturen wir für eine konviviale Gesellschaft eigentlich brauchen. Und konviviale Technik bedeutet eben nicht nur grüne Technik, also die Leute in den Hinterhöfen, die Tatsche schon angesprochen hat, die ganz engagiert und oft überzeugt an ihrer Windmühle basteln, sondern es braucht eine Technik, die auch soziale und kulturelle Dimensionen ernst nimmt. Noch viel mehr zu konvivialer Technik, was ja nicht Fokus meines heutigen Vortrages ist, gibt es übrigens morgen in einem Workshop um 10 im Grünen Haus. Aber das war der Werbeblock, jetzt wieder zurück. Die Frage nach konvivialer Technik ist ja auch nicht ganz neu. Seit es Industrialisierung gibt, denken Menschen darüber nach, was der industrielle Produktionsprozess eigentlich für das handwerkliche Können bedeutet und inwiefern es das Leben umformt und ob das eigentlich gut ist. Die dominante Sichtweise zur Technik, die sich in den vergangenen 150 Jahren durchgesetzt hat, wurde auch von Karl Marx ganz schön formuliert, finde ich. Und er sagt im Prinzip, die moderne Technik und Wissenschaft, befeuert durch die kapitalistische Produktionsweise, sind erstmal ein Segen, weil sie uns aus der Knappheit der Natur befreien, weil sie die Natur bezwingen, die ist der Feind des Menschen und menschliche Emanzipation machen sie auf diese Art und Weise erst möglich. Man muss dann in dem zweiten Schritt nur noch die Produktionsmittel in die Hände der Arbeiter bekommen und dann ist der Schlaraffenstaat fertig. Doch zu dieser Sichtweise des Industrialismus, der das 20. Jahrhundert bestimmt hat, der im Sozialismus und Kapitalismus und der Doktrin der nachholenden Entwicklung jeden Winkel des Erdballs zu durchdringen versucht hat, gab und gibt es immer Widerstand, theoretisch und auch praktisch. Man denke zum Beispiel an den Frühsozialisten Fourier, der Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich diverse Wohn-, Lebens- und Arbeitsprojekte gegründet und inspiriert hat, die sogenannten Phalanstères. Ich habe euch hier ein Beispiel davon mitgebracht. Und alle sind nach wenigen Jahren gescheitert.
Oder den Unternehmer Robert Owen, der zur selben Zeit Freetown in Sierra Leone gegründet hat, eine freie Stadt ehemaliger Sklaven, in der ein ganz neues und anderes Leben möglich sein sollte. Oder man denke an die Lebensreformbewegung um 1900, aus der Kommunen und Genossenschaften emporgesprossen sind. Und einige von ihnen haben sich später dem völkischen Denken angeschlossen und waren glühende Nationalsozialisten oder eifernde Sexisten, manche das auch von Anfang an. Man denke an die Kommunebewegung der 1970er Jahre in Europa und den USA, an ihr Scheitern, an inneren Konflikten oder ihre Entgleisungen in Gurusysteme oder sexuellen Missbrauch und dergleichen. Und doch ist diese Geschichte, die auch immer wieder eine Geschichte des Scheiterns ist, unsere Geschichte. Die Geschichte einer konvivialen Gesellschaft, eines Kampfes um eine konviviale Gesellschaft. Die Geschichte von Menschen, die den Homo cooperans als Richtschnur genommen haben, die daran geglaubt haben und danach gehandelt haben, dass die soziale Form der Gabe und die damit verbundene Schuld die beziehungsstiftende Grundlage der Gesellschaft ist und eben nicht der wechselseitige Tausch auf gleicher Ebene, der eben genau die Entstehung von tieferen Beziehungen verhindert, weil keiner dem anderen was schuldig bleibt, oberflächlich gesehen. Die Geschichte der konvivialen Gesellschaft ist auch die Geschichte des Swaraj, Gandhis einfachen, selbstbestimmten Lebens, im Gegensatz zur Zivilisation der Kolonisatoren und den zu unterdrückenden Traditionen der eigenen Gesellschaft. Die Geschichte der konvivialen Gesellschaft sind auch hunderte Beispiele, die die Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom an ihrem Commons-Institut gesammelt hat und die von soziotechnischen Systemen erzählen, die einen nachhaltigen Umgang in der Verwaltung von Gemeineigentümern gefunden haben. Alle diese Unternehmungen haben auch darüber nachgedacht, was es bedeutet, eine lebensdienliche Technik zu entwickeln, und sie haben das auch praktisch umgesetzt. Und aus all diesen Erfahrungen, aus den manchmal versteckten Erfolgen und dem großen Scheitern, haben wir, wenn wir es nur sehen wollen, auf dem Weg in eine konviviale Gesellschaft dennoch unendlich viel gelernt. Wir haben gelernt, dass die inneren Veränderungen oft ebenso wichtig sind wie die äußeren. Dass wir kein richtiges Leben im Falschen aufbauen können, weil die juristischen, politischen, ökonomischen und emotionalen Rahmenbedingungen uns immer wieder in die konviviale Suppe spucken. Und dass es sich aber trotzdem lohnt, es eben darum immer wieder zu versuchen. Denn wie unsere Freundin Friederike Habermann, die ihr beiden auch schon zitiert hat, den jüngst verstorbenen Eduardo Galeano-Treffen zitiert hat, verändert sich der Horizont eben nur beim Gehen. Nur indem wir selbst ein Stückchen des Weges hinter uns bringen, indem wir Dinge erproben, verschiebt sich auch unser Blickwinkel auf die Welt. Wir verändern die Welt und die Welt verändert uns, sagt Friederike, und damit hat sie recht. Und nur aus dieser Position des verschobenen Blickwinkels heraus können wir erst Forderungen stellen, in welche Richtung sich diese Rahmenbedingungen weiterhin verändern müssen. Und ich sage nicht, dass es nur praktische Experimente sind, die diesen Blickwinkel verschieben können. Manchmal können das tatsächlich auch Wörter oder Texte oder Theorien, diese Kraft zu entwickeln. Aber am besten, glaube ich, klappt es mit beidem gemeinsam. Und natürlich passiert es nicht ohne Widerstand. Aber gerade wo scharf geschossen wird, wo strukturelle oder militärische Macht sich dem verbundenen Menschen entgegenstellen, da, glaube ich, braucht es den Homo cooperans doppelt. Da brauchen wir große Verbindungen, Netzwerke, Kollektive, die sich entschlossen dem Wahn in den Weg stellen. Ach so, hier der Hinweis noch auf Friederike. Wir können den Kapitalismus auskooperieren, sagt Silke Helfrich vom Commons-Institut. Und ob sie damit recht hat, das kann ich nicht sagen. Jeremy Rifkin, der berühmte amerikanische Autor, hat jüngst ein Buch geschrieben über die Null-Grenzkostengesellschaft, das im Grunde das Gleiche behauptet. Aber wie kommen Sie auf diese These? Dadurch, dass gesagt wird, dass sich in den aktuell zu beobachtenden Möglichkeiten der Selbstorganisation durch Digitalisierung, die auf Kooperation beruhen, der Keim einer neuen Wirtschaftsform befindet, der über kurz oder lang das kapitalistische Modell ablösen wird. Zu beobachten lässt sich das bereits am Beispiel der Free- und Open-Source-Software, wie beispielsweise das Betriebssystem Linux, das Büroprogrammpaket LibreOffice oder der Browser Firefox, der weltweit am häufigsten von allen Browsern genutzt wird. Viele kapitalistische Unternehmen benutzen Open-Source-Software, weil sie praktischere und schnellere Lösungen bietet. Finanziert werden die großen Open-Source-Programme, ebenso wie zum Beispiel auch die Wikipedia, durch Stiftungen. Da die Produktion von Geräten, Maschinen und sonstigen Gegenständen zunehmend automatisiert an digital verbundenen Maschinen erfolgt, wird es immer einfacher, auch dezentral in kleinen Stückzahlen zu produzieren. Dies bedeutet einen rasanten Bedeutungsverlust der hergebrachten Produktionsweisen und fördere Netzwerke unter Gleichen. Auf Englisch nennt man das Peer-to-Peer, die gemeinsam für den eigenen Bedarf lokale Güter produzieren, deren Baupläne oder damit verbundene Geschäftsmodelle jedoch online, global und frei verfügbar sind. Die Konvivialität ist für die Überlegungen zu Peer-to-Peer deshalb wichtig,
weil sie den Blick auf die Beziehungsnetzwerke und die Bedingungen lenkt, die auch in der Digitalisierung stecken. Um einen Computer herzustellen, brauche ich nämlich Energie, Rohstoffe, seltene Erden, das haben wir heute schon gehört. Und die wachsen ja nicht an Bäumen, sondern die werden eben von den mit mir durch dieses Ding verbundenen Menschen auf der anderen Seite dieses Erdballs hergestellt. Die Energie, die ich konsumiere, wenn ich das Gerät aufklappe, die liefert vielleicht die Sonne, aber davor muss sie ja von so einem technischen Gerät eingefangen und gespeichert werden. Und das hat erstmal selbst so viel Energie verbraucht, dass es im Durchschnitt bei einem Solarpanel erst nach 3 Jahren Sonnenfressen die Bilanz ausgeglichen hat. Also eine Energie, die es gebraucht hat, um es herzustellen. Ich habe vorher mit großer Hochachtung und Respekt von den jungen Menschen gesprochen, die Alternativen der Kooperation einfach ausprobieren. Ich will aber auch nicht verschweigen an dieser Stelle, dass ich manchmal über sie ein bisschen erstaunt bin. Da gibt es aufregende Projekte wie die POC 21. Oh, jetzt bin ich schon wieder hinter meiner eigenen Folie hinterher, ne? Das tut mir leid. Da gibt es Projekte wie die POC 21 unten rechts zu sehen. Ein 5-wöchiges Camp, das diesen Spätsommer in der Nähe von Paris stattgefunden hat. Und dort haben 100 junge Menschen 12 Prototypen gebaut für eine ganz andere Technik. Ein Fahrradtraktor zum Beispiel oder einen transportablen Solargenerator in der Box. Und ihr merkt schon, POC 21 ist natürlich eine Umkehrung von COP und soll eben darauf hindeuten, dass wir selber von unten unsere andere Zukunft schon bauen können. Oder es gibt die Open Source Circular Economy Days hier oben, die dieses Jahr auch in 33 Städten in 25 Ländern im Juni für 5 Tage stattgefunden haben zum ersten Mal und die über die Möglichkeiten einer Kreislaufwirtschaft kombiniert mit offenen Bauplänen und Geschäftsmodellen gesprochen haben. Das finde ich unglaublich spannend, was da passiert und dann war ich doch erstaunt darüber, wen sie einladen und von wem sie sich sponsern lassen. Denn Sponsoren waren der Wasserprivatisierungskonzern Veolia, die BMW Foundation, die große Stiftung des bayerischen Autobauers. Meint das eigentlich auch der Konvivialismus, der, wie es im konvivialistischen Manifest heißt, eine Synthese verschiedener einflussreicher politischer Ideologien anstrebt, eine Synthese von Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus? Bedeutet diese Synthese also, auf die Konzerne zuzugehen, sie zu nutzen, sich von ihnen nutzen zu lassen, im Wissen darum, dass wir sie eh über kurz oder lang auskooperieren werden? Oder ist eine solche Sichtweise eigentlich völlig blind und naiv gegenüber den Kräfteverhältnissen und wird nur dazu führen, dass sich der Kapitalismus die Open-Source-Bewegung einverleibt, wie er auch schon die Künstlerkritik der 70er Jahre verdaut hat und sie ist ihm ja ganz gut bekommen? Oder hat er vielleicht die Künstlerkritik nur oberflächlich verdaut und all die Projektarbeit und Selbstbestimmung und das Eigenrisiko im Angestellten-Dasein führt jetzt endlich und wirklich mit den neuen ökonomischen Möglichkeiten der Digitalisierung tatsächlich zu einem Exodus der technischen Intelligenz aus dem kapitalistischen Verwertungssystem? Aber funktioniert der Kapitalismus nicht immer dann besonders gut, wenn er viele Prozesse externalisieren kann, so wie die Hausarbeit und die Erziehungsarbeit, wir haben darüber vorher schon gehört, an die unbezahlten Frauen und dann eben künftig die technische Innovation einfach an die unbezahlten Tüftler? Was ich, glaube ich, am meisten mag an der Idee der Konvivialität ist, dass sie eben nicht verspricht, eine richtige Antwort auf diese Fragen zu liefern, sondern dass sie hilft, diese Fragen zu stellen und in einen Dialog einzutreten. Sie weiß nicht schon im Vorhinein, was das Gute ist, sondern das muss immer wieder von den Beteiligten neu in einem nicht endenden Dialog besprochen und verändert und überlegt werden. Ein Schelm, wer jetzt an endlose WG-Plänen denkt. Aber genau das ist der Kern einer kooperativen Lebens- und Wirtschaftsweise, das Aushandeln darüber, wie wir den Küchenfußboden putzen, wer wann einkauft, wo Rücksicht genommen werden muss, kurz wie wir miteinander leben wollen. Eine konviviale Gesellschaft wird darum notwendig an vielen Stellen eine entschleunigte Gesellschaft sein, die sich Zeit nehmen muss für Aushandlungsprozesse auf allen Ebenen. Auch hier hilft uns ein Blick in die Geschichte, wie ich finde. Die Verteilung der traditionellen europäischen Alimenten in der bäuerlichen Selbstversorgerwirtschaft des Mittelalters und der frühen Neuzeit zum Beispiel, die brauchten ganz viel Zeit. Und die waren Kern immerwährender Konflikte, die in Gerichtsakten überliefert sind. Jedes Jahr wurde diskutiert, was wird dieses Jahr in welchen Mengen angebaut, wie wollen wir eigentlich darüber entscheiden und ist jetzt wirklich Klee besser als Luzerne. Und diese Dinge sind anstrengend, aber sie sind eben stets im Fluss. Doch der Preis dafür, die Hoheit über die eigene Lebensgestaltung nicht abzugeben, sondern gemeinsam mit anderen selbst zu bestimmen, ist der, Konflikte aushalten zu müssen, Differenzen anzuerkennen und fruchtbar zu machen.
Das ist ja gerade das Versprechen des Kapitalismus, dass er verspricht, alle Sozialbeziehungen radikal zu vereinfachen, indem er sie eben auf monetäre Größen zurückführt. Und das hat er niemals ganz geschafft, wie viele feministische Theoretikerinnen ja gezeigt haben, aber in weiten Teilen war er damit schon erfolgreich, doch um welchen Preis? Ich glaube, in einer konvivialen Gesellschaft werden wir nicht mehr bereit sein, diesen Preis zu zahlen. Wir werden uns nicht vom Besitzer einer Firma diktieren lassen, dass wir unser kleines Kind nur eine Stunde am Tag sehen dürfen, weil wir sonst unseren Arbeitsplatz verlieren, wie es Millionen von Männern gerade geht. Wir werden uns nicht sagen lassen, dass wir das Flugzeug statt des Zuges nehmen müssen, um unsere Verwandten in Italien zu besuchen, weil mehr als 3 Tage Abwesenheit vom Schreibtisch jetzt gerade wirklich nicht möglich sind. Wir werden nicht verzweifelt unseren Computer alle 3 Jahre austauschen, weil wir ihn nicht selber warten können. Und wir werden nicht akzeptieren, dass Menschen an den Grenzen abgewiesen werden, weil sie einen anderen Pass haben und dass wir im Gefängnis landen, wenn wir sie im Auto rüberfahren, wie jüngst in Bayern passiert. Wir werden nicht akzeptieren, dass wir als Arbeiterin bei Carl Zeiss in Jena Zielfernrohre zusammenschrauben, die irgendwann helfen, Menschen zu töten. Und wir werden nicht akzeptieren, dass in Berlin 1/3 aller Gefängnisinsassen wegen Schwarzfahrens in der U-Bahn aus Armut im Knast sitzt. Wir werden nicht akzeptieren, dass die fossilen Industrien jährlich Milliardensubventionen einstreichen. Und wir werden einfach gehen, desertieren. Wir werden unser eigenes Ding gemeinsam mit vielen anderen machen. Ich glaube, wenn bei Heckler und Koch, wenn bei Daimler und Fraport niemand mehr zur Arbeit erscheint, dann sind wir wahrscheinlich schon auf dem 2/3-Weg in die konviale Gesellschaft. Aber damit wir das machen können, brauchen wir natürlich auch unsere eigenen Institutionen, die uns dann auffangen, sodass wir trotzdem noch was zu essen haben und ein Dach über dem Kopf. Ich glaube, dass es wichtig ist, das Leitbild einer konvivialen Gesellschaft vor Augen zu haben, um eine Richtung, einen utopischen Horizont, eine Richtschnur zu haben, wohin Veränderungen abzielen sollen. Sozialökologische Transformation klingt ja erstmal ganz spannend, aber Transformation wohin, das ist ja die Frage. Für den Bereich der konvivialen Technik entwickle ich zum Beispiel deshalb gerade Kriterien, die man diskutieren kann, wenn man über Technik nachdenkt. Wie Beziehungsqualität, Verbundenheit, Zugänglichkeit, Anpassungsfähigkeit, Wechselwirkung mit dem Lebendigen und zuletzt aber doch auch der Rohstoffverbrauch. Denn um sagen zu können, warum wir uns die Energiewende nicht so vorgestellt haben, dass große Konzerne gigantische Offshore-Windkraftanlagen errichten, brauchen wir Begriffe, Ansatzpunkte, um deutlich zu machen, dass eine konzernbetriebene Offshore-Windkraftanlage die Menschen in Abhängigkeit von großen Versorgern hält. Dass sie sie nicht ermächtigt, ihre eigene Technik zu verstehen, in keinster Weise Menschen zu einem schonenden Verbrauch der Ressource Strom anregt, die Menschen nicht an der dadurch entstehenden Wertschöpfung beteiligt und so weiter. An diesem Beispiel wird noch einmal deutlich, dass für eine konviviale Gesellschaft die ökologische Krise nur ein Katalysator ist. Ein mächtiger Verbündeter, der Gewissheiten aufsprengt und möglicherweise Windows of Opportunity für eine andere Art des Denkens, Handelns und Wirtschaftens bereithält. Suffizienz ist ihr kein Wert an sich, Verzicht ist ihr nicht Doktrin, sondern die durch Beziehungen erfahrene Fülle eröffnen unzählige Möglichkeiten, in Verbundenheit mit der Mitwelt zu leben, die wir nur ergreifen müssen. In diesem Sinne, lasst uns die Gesellschaft hacken. Danke. Ja, danke, Andrea. So richtig, ich glaube, der Kuschelkurs war das durchaus nicht, aber es war natürlich schon eine sehr schöne Vision. Es kommt nicht so sehr darauf an, welche Technik wir eigentlich nutzen, obwohl das natürlich auch wichtig ist, aber wie wir damit umgehen. Und Ivan Illich hat ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, ich sage das jetzt sehr verkürzt, irgendwie gesagt, eine konviviale Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der die Menschen ihre Werkzeuge kontrollieren und sich nicht von ihren Werkzeugen kontrollieren lassen. Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir heute ganz oft, wer hat mir, Christian Payne war das gestern, der hat mir gesagt, ich sitze irgendwie 2 Stunden, weil mein Computer mir sagt, ich muss da ein neues Programm installieren. Und magst du da in Bezug auf Technik vielleicht noch was sagen oder Werkzeuge? Wie schauen denn so Werkzeuge aus, die wir kontrollieren können oder wie kommen wir dahin? Ja, zum Beispiel in Bezug auf den Computer ist es ja jetzt relativ einfach, weil man die Praxisalternative sagen kann, wenn du nicht willst, dass dein Computer dir irgendwie jeden Tag sagt, bitte lade dies runter, bitte lade jenes runter, dann musst du einfach Linux auf deinem Computer installieren. Oder Ubuntu oder eine der zahlreichen Linux-Betriebssysteme und dann wird dein Computer dir das nicht mehr sagen. Das ist ganz angenehm und das ist genau so ja entstanden, dieses Betriebssystem, dass Leute eben miteinander gesagt haben, wir wollen
ein Open-Source-System entwickeln. Natürlich funktioniert das auch manchmal nicht und da muss ich jemanden fragen, der sich damit auskennt. Aber das ist ja auch Teil der konvivialen Gesellschaft. Wir haben es ja vorher schon gehört, ich möchte auch nicht über alles selber entscheiden können. Und ich glaube, die Idee ist auch nicht, dass jeder jetzt einen Computer bauen kann und jeder eine Windkraftanlage bauen kann und jeder irgendwie Linux-Expertin ist, sondern dass es auch okay ist, dass wir andere Leute fragen, dass wir sagen so, hey, kannst du mir mal irgendwie helfen mit meinem Computer? Das ist auch so eine Idee, die hinter konvivialer Technik steckt. Hat zum Beispiel Marianne Gronemeyer mal so ein Beispiel gebracht. Das ist eine Schülerin von Ivan Illich. Am Beispiel von den sich automatisch öffnenden und schließenden Türen, die es ja an vielen öffentlichen Gebäuden gibt zum Beispiel, ne, die auch vor dem Hintergrund dessen eingebaut werden, dass man immer sagt, die sind barrierefrei, weil eben auch Menschen mit Kinderwegen oder Menschen, die sich im Rollstuhl fortbewegen, durch diese sich automatisch öffnen und schließen Türen gut reingehen können, während die nicht so gut sich die Tür aufhalten können. Aber man kann sich ja mal fragen, was steckt da eigentlich für ein Menschenbild dahinter, dass wir irgendwie so viele, weiß ich nicht genau, was so eine Tür kostet, aber auf jeden Fall ist sie ziemlich teuer, 10 oder vielleicht sogar Hunderttausende von Euro investieren müssen, je nachdem, wie groß diese Tür ist, weil wir es den Menschen nicht zutrauen, dass sie sich gegenseitig die Tür aufhalten. Und das fand ich doch ein ganz interessantes Beispiel eigentlich, dass wir davon ausgehen, dass die Leute nicht in der Lage sind, ihr anzuerkennen, dass ihre Nachbarin vielleicht gerade einen Kinderwagen schiebt und sie dann einfach mal die Tür aufmachen. Und glaube ich, konviviale Technik geht eben immer in die Richtung, dass es sich fragt, welche Antwort brauchen wir eigentlich für ein Problem? Muss es vielleicht überhaupt immer eine technische Antwort sein? Und wenn ja, wie kann die so gemacht werden, dass wir eben möglichst die Hoheit darüber behalten? Und das bedeutet oft auch, dass wir die Hoheit über die Infrastrukturen zum Beispiel selber haben, was sich ganz praktisch daran zeigt, dass jetzt immer mehr Festivals oder auch Musikfestivals, aber auch Politcamps mit ihren Toiletten auf Komposttoiletten umsteigen. Da bin ich eben nicht abhängig von einem Chemieklohersteller, sondern kann ganz entspannt meine Fäkalien in die Komposttoilette entleeren und tue damit noch was Gutes, weil die später nämlich dann kompostiert werden und darauf dann vielleicht wieder Bäume wachsen können. Ja, hat jemand andere Ideen, wie so eine Technik oder Werkzeuge ausschauen könnten? Oder von welcher Technik fühlt ihr euch denn beherrscht, anstatt sie zu beherrschen? Von welchen Werkzeugen unserer Gesellschaft? Nee, meine Frage ist jetzt eher so nochmal eine Vorlagenfrage. Ich wollte dich bitten, nochmal ein bisschen was zu, bisschen auszuführen. In Reaktion auf, oder als du zuerst Silke Helfrich und dann Jeremy Rifkin erwähntest, verwies du auf, du hast dich auf zwei Autorinnen bezogen, Boltanski und Chapello, und hast gesagt, in den 70er Jahren hat das Kapital die Künstlerkritik gefressen. Das ist jetzt ja vielleicht eine bisschen Shorthand-Version für ein relativ komplexes Argument zwischen dem Verhältnis von irgendwie alternativen oder nicht kapitalistischen Praxen und der rasanten Entwicklung des Kapitalismus. Mhm. Und weil das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist für unsere Debatte auch um alternative Praxen, vielleicht könntest du das einfach nochmal ein klein bisschen ausführen, weil ich glaube, das ist total wichtig, dass Leute ein bisschen nochmal ein klares Verständnis da haben. Du meinst einfach die Künstlerkritik nochmal aus? Nein, also was dahinter steht, was ist das Verhältnis zwischen kapitalistischer Entwicklung und alternativen Praxen, das bei sowas wie bei Boltanski und Chapello, also nicht keine Buchexegese, sondern eben die Substanz, nicht das diese Buch. Vereinnahmung. Ja, also ich versuche es mal. Der Kapitalismus, wie die meisten von euch ja auch immer wieder bemerken, ist eben relativ wandlungsfähig. Ne? Und es gab dieses Leitbild von Arbeit im Kapitalismus, im Fordismus, wie man das so nennt, nach Ford, dem Autobauer, dass Produktion an Fließbändern funktioniert und dass die Menschen, und dass es eben dann am produktivsten ist, wenn die Leute immer stärker eingetaktet werden und jeder Arbeitsschritt ganz genau, minutengenau vorgegeben ist. Und das war so eine Idee, die eben relativ durchgesetzt war, vielleicht irgendwie in den 60er und 70er Jahren. Und dann gab es die 68er-Proteste und danach die aufkommende Alternativbewegung, die ganz viel mit dem Begriff Entfremdung gearbeitet haben. Die haben gesagt, in diesen Arbeitsverhältnissen sind wir entfremdet, weil wir haben gar nicht mehr Teil an dem Produkt, was wir selber herstellen. Wir können nicht kreativ sein, wir können uns selber als Person nicht einbringen. Das ist doof. Und daraus sind zum einen dann
Kollektivbetriebe auch entstanden und Leute, die eben versucht haben, auf ganz andere Art und Weise tätig zu sein. Das wurde aber natürlich auch massiv aufgenommen von großen Konzernen zum Beispiel, wenn man sich dann anschaut, wie die ganzen Internetkonzerne, die dann viel später entstanden sind, Ende der 90er oder Anfang der 2000er zum Teil, diese ganzen Startups, wie die arbeiten, die haben das ja komplett inkorporiert, sagt man. Ne? Also die dort gibt es überhaupt keinen Fließbandarbeitsprozess. Dort geht es darum, dass die Leute kreativ ihr eigenes Ich einbringen, dass sie Arbeit und Freizeit nicht klar getrennt sind, sondern dass es genau zusammenkommt und all dies eben im Sinne der Verwertung des Kapitals. Damit macht dann irgendwer wieder Profit, dass diese Leute sich als Person einbringen und sich selbst verwirklichen oder das Gefühl zu haben, sich selbst zu verwirklichen, indem sie bei Google arbeiten. Und die Frage, die ich eben gern stellen würde, ist es eigentlich wirklich so? Lassen sich die Leute tatsächlich so leicht, bescheißen? Also glauben sie wirklich, dass das Selbstverwirklichung ist, wenn sie bei Google sich entscheiden können, ob sie 8 oder 10 Stunden am Tag arbeiten und ob sie zwischendrin eine Runde Ping-Pong spielen? Ich glaube das eigentlich nicht. Weil trotzdem dieses Gefühl von Entfremdung, das kommt ja nicht daher, ob ich zwischendrin Ping-Pong spiele oder nicht an meinem Arbeitsplatz, sondern es kommt daher, ob ich das Gefühl habe, in einem sinnvollen Beziehungszusammenhang sinnvoll zur Welt beizutragen und was zu tun, was die Welt zu einem besseren Ort macht. Und vielleicht glauben auch Google-Mitarbeiterinnen, dass das, was sie tun, die Welt zu einem besseren Ort macht. Das kann total gut sein, aber ich glaube, dass da auf jeden Fall Ansatzpunkte sind im Gespräch mit Menschen, auch einfach weiter darüber nachzudenken. Also ich glaube, dass diese Inkooperation trotzdem auch nicht hundertprozentig funktioniert hat. Und gleichzeitig kann man natürlich sagen, ne, dass genau auf diese Art und Weise das bei Open Source Hardware eben auch passieren kann. Dass das eben auch bestimmte Momente wieder aufnimmt und gerade Open Source Software funktioniert ja auch total gut innerhalb von bestimmten kapitalistischen Verwertungsprozessen. Aber dann ist die Frage, die sich wieder stellt, wie dann viele Leute aus der Commons-Ecke vielleicht sagen würden, ja, aber ist das dann überhaupt noch Kapitalismus? Vielleicht ist das dann auch was anderes, was dabei entstanden ist. Das kann dann Tacho bestimmt gut beurteilen. Ich würde jetzt lieber gerne zum nächsten Vortrag übergehen, aber wir haben ja noch eine Gesprächsrunde anschließend, wo wir zwar auch nicht unbegrenzt, aber doch ein bisschen mehr Zeit dafür haben. Ich sage mal danke, Andrea, für deinen Beitrag.